Da ist. Die, ey, ich hätte Lust, das Ding hier mal auszuräuchern. Ja, ich glaube, da schauen wir gleich mal nach, was es da so zu sehen gibt. So, ein bisschen Hausbau noch und dann machen wir das mal. Das will ich jetzt einfach mal machen, warum auch nicht. Na, na, komm hin, da. So, das hätten wir und jetzt das da noch weg und das da noch weg. Nein, verkehrt. Dahin. So, und dahin sowas, genau, und dann... Ja. Genau, so und so, und damit ist das Dach hier angeschlossen. So, jetzt muss er eben das hier nur noch durchziehen. Na, komm, dahin. Wie sieht's aus? Ja, da ist unterirdisch so viel los. Habe ich da mal zugebaut irgendwie? Weiß ich gar nicht. Wir werden das gleich mal erkunden. Na komm hier. Ja, das stellen andere Leute auch fest. Treppen setzen ist nicht so toll. Und Dach bauen mag ich auch nicht. Ja, überhaupt Treppen setzen, ne? Also ob Dachbau oder nicht. Treppen setzen ist einfach nicht so schön. Also zum Beispiel hier, wenn man sie irgendwo anders hinsetzt, wie da vorne zum Beispiel, da macht es ja nichts. Hier muss ja auch noch was hin. Da, ja, genau, das da und ja, das war's. So. Na. Ja, komm, das Dach machen wir jetzt noch fertig. So, das dauert jetzt ja auch keine Ewigkeit mehr. Und dann müsste eigentlich ja das ganze Haus schon fertig sein. Kann ja auch die Türen wieder zumachen. Und dann gehen wir mal in den Untergrund. Hier unter dem Marktplatz. Ach, ist das. Ne, Moment. Hier. Also diese Haushälfte da. Also Viertel ist das ja eigentlich, die ist schon fertig. Die aber auch gleich hier. Ah, guck mal, da können wir da oben die obere Reihe, die können wir viel einfacher hinsetzen. Zack, zack, zack. Das, haha, das ist schön. Oder da hinten habe ich ja was vergessen. Naja, dann lasse ich das für später und vergesse es später nochmal. Ja, da fehlt was. Ah, muss mich wieder ein bisschen entspannen. Ja, ich sitze ein bisschen verkrampft da mit dem... Ah, das geht wieder einfacher hier. Ja. So, fertig ist das Dach. Mit dem Arm, der die Maus bedient hier. Okay, runter vom Dach hier und dann nochmal hier drin einen Block gesetzt. Ach da, jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Okay. Und Fackeln müssen ja auch noch hin. Ah ja, da über den Tisch nicht. So, da. Und dann packen wir da noch eine hin. Genau. Und außen muss das ja auch noch hin. Ja, jetzt nur keine Panik. Wir kriegen das schon alles hin. So, da noch eine hin und dann setzen wir da in die Ecke noch was hin. Okay. Außen noch Fackeln. Da und ach, wo habe ich die mal hingesetzt? Neben die Tür. Das macht auf jeden Fall Sinn. Da und da. Und dann glaube ich an den Ecken. Oh, da ist ja noch Erde. Die muss auch weg. So. Ja. Komm hier einfach ganz stumpf an den Ecken. Zack, zack. Und da noch und da noch. Da auch noch. Da wird es aber ganz schön hell hier. So und so. Okay, dann definiere ich das Haus jetzt als fertig. Da könnte man da hinten noch einen Garten hinmachen, dann also, ja, ja, mal sehen, was da hinkommt. So, wie sieht es aus hier auf der Landkarte hier? Da, direkt da, will ich mich jetzt einfach, mal in die Unterwelt graben, mitten auf dem Marktplatz. Aha, da unten, nö, das, nee, das sah gerade nur so aus. Aber, oh, Moment, hier? Nö. Doch, ich höre doch was. Wo sind sie denn, die Kollegen hier? Ja, ist ja gut. Ich muss ich alles wieder mit Erde vollstopfen.
Moment, wo bin ich denn? Die müssen noch weiter unten sein. Ich packe da mal eine Fackel hin, dass ich wieder was sehe. Ja. Einfach mal da wieder zumachen und hier. Moment, wo steht. Hä, was? Wo komme ich denn eigentlich her? Ich habe mich gerade wieder eingemauert. Ich habe mich selbst eingemauert. Da oben noch, oder? Ja. Ja, ich komme wieder irgendwie hoch. Aha, jetzt haben wir aber hier Stein. Die müssen genau. Ah, haha. Genau unter mir sein. Und da haben wir ja schon einen. Ich packe da mal eine Fackel hin. So, oh ja. Und da ist jede Menge Kies. Das gefällt mir. So, ich wollte doch irgendwie runter. So. Ohne gleich runter zu sprengen. Hier, da war schon ein Creeper. Mhm. So, und jetzt mal mit der Schaufel hier ein bisschen. Ah, das ist ein Zombie, okay. Da musste der Creeper noch dazwischen funken. Okay, dann soll er das mal. Oh, der hat so viel Kohle weggehauen. So viel Kies. Aber ich kann ja noch einiges einsammeln. Oh, das Eisen. Cool. Da kommt aber jetzt erstmal keiner durch. Dann bleiben wir doch mal hier und packen noch mal eine Fackel an die Wand. Irgendwo da zum Beispiel. Ist da oben. Mhm, da ist auch was. Moment, ich brauche mehr Licht. So, jetzt das Eisen weg. Okay, ist nicht viel, aber ja, also wir werden den Hohlraum nicht wieder ganz ausfüllen. Das ist zu viel. Aber den Kies baue ich ab. Ich sollte mal meine Schaufel wieder verzaubern. Genau, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Da so Effizienz draufhauen oder sowas. Und die Kiesblase ist schon zu Ende. Ich glaube, das habe ich in der letzten Aufnahme erzählt. Dass das ja eine gute Methode ist, seine Erfahrungspunkte irgendwie zwischenzulagern. Denn die kann man ja ohnehin nur einsetzen für Verzauberungen. Und dann macht man da ein Buch, verzaubert das Buch und kann dann das später nutzen. So, da... Ich habe das Eisen nicht eingesammelt. Das ist ja ein Ding. So, und dann hier. Ja, genau. Da ging es noch weiter. Und dann setze ich da noch eine Fackel hin. Und ich will die Kohle mitnehmen. Jetzt ist da vorne. Moment, wieder eins höher springen. Moment mal, das ist ein Dorfbewohner, oder? Also so ein Zombie-Dorfbewohner. Ja. Die würde ich gerne einfangen und umwandeln, aber da habe ich leider nicht die Mittel dazu. Da braucht man ja einen goldenen Apfel oder irgend sowas. Und dann noch einen Trank. Und da kenne ich mich auch noch gar nicht aus. Ich weiß nur, dass es aufwendig ist. Aber okay, warum sollte man das nicht machen? Naja, gut, das werden wir dann einfach mal verschieben auf irgendwann, wenn ich die Mittel dazu habe. So, noch eine Fackel dahin. So. Da auch noch hin. Wir haben ja genug. Und jetzt will ich gerne das da anschauen. Fackel. So. Der müsste da vorne sein. Oh, guck mal, das ist ja... Aha. Ein Skelett haben wir da schon mal. Das nicht trifft, aber ich treffe es. Aua, da hat es doch noch getroffen. Ah, das ist Wasser. Ah, okay. Das ist ja richtig ausgeprägt hier unten, sehe ich gerade. Oh, guck mal, da geht es ja noch nach unten. Wir haben ein richtiges Höhlensystem entdeckt. Oh Mann, ey, das geht echt. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht erforschen jetzt. So, Eisen nehme ich natürlich mit. Okay, mehr ist hier aber erstmal nicht. Da ist eine Fledermaus. Ja gut, die stört mich so nicht weiter. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Eisenerz. Ja, ich weiß natürlich. Es ist Eisenerz. Und kein Eisen.
Noch kein Eisen. So, und hier, da steckt der Pfeiler drin. Und jetzt im Boden. Da haben wir jetzt Wasser. Na, und Fackeln, ja. So, das kommt da hinten aus der Quelle. Die mache ich mal zu. Das geht hier weiter. So, Quelle ist... Oh, ich hab nicht mehr viele Fackeln. Okay. Mehr Eisen. Ich sollte nicht einen Block abbauen, wenn ich draufstehe. Das ist, kann ungesund werden. Da ist doch noch mehr Eisen. So, das war's aber jetzt an Eisen. Okay. Ich will gerne... komm, ich mach's einfach mal zu. Zack, zack, zack. So, okay. Ist jetzt zwar doofe Erde, aber egal. Oh, noch mehr Eisen. Im Schaufenster das Eisen. Und damit hätten wir das alles. Und das Inventar ist voll. Oh, ja. Was machen wir denn da? Die letzten 5 Fackeln setzen. Das ist sowieso ein begrenzender Faktor. Und dann raus hier. Und wir haben jetzt hier noch einen begrenzenden Faktor gefunden. Nämlich das Ende der Höhle. Ja, okay, dann... Das war's das auch schon. Ja, siehst du, jetzt haben wir so eine fette Höhle da unterm... So, Stein kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann ist das auch egal. Ah, da haben wir noch Eisenerz. Ja, das... das krieg ich ja noch mit. Ja, ja, das krieg ich noch mit. Sehr gut. Das ist ja eine fette Ader hier. Ja, ich will mich da nicht beschweren, ne? Ich nehme das gerne mit. Ich habe zwar gerade relativ viel Eisen, aber man kann davon ja nie genug haben. So, aber... Ach, das kann ich auch nicht mehr mitnehmen, weil alles voll ist. Ja, guck mal, das blöde Zombiefleisch kann man noch weghauen hier. Jetzt nehme ich es natürlich wieder auf. So, jawohl. Pfeile, aber ich hätte gerne die Knochen. Komm, wann schieße ich denn schon mal mit Pfeilen? Also irgendwie gar nicht. So, aber Knochenmehl brauche ich. Das haben wir jetzt auch schon. Ach so, da geht es ja nach ganz unten. Ja, da will ich aber jetzt nicht hin. Ich habe noch 3 Fackeln, also das lohnt nicht. Es würde sich für mich viel mehr lohnen, wenn ich wieder wüsste, wie ich jetzt rauskomme. Irgendwie... Da oben? Oder dort? Ne, ich denke, das war schon hier irgendwo. Dann muss ich erstmal was essen. Da draußen geistert eine Hexe rum. Es dürfte ja auch irgendwie nachts sein, meine ich wohl. Da. Na, los, hoch da. Aha, hier geht's auf jeden Fall nach oben. Ja, genau, hier komme ich ganz raus. Jetzt stelle ich mal noch eine Fackel dahin und baue mich wieder hoch. So, da kommt ja die Hexe. Ah, sie hat mich noch erwischt. Oh, und mich vergiftet. Na, warte. Irgendwie ist es so ein komisches Licht hier gerade. Aber ich bin wieder geheilt. Ja, später, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann musst du leider dran glauben. Oh, hier. Ja, ich muss das Inventar ausleeren. Wie sieht's aus mit dem Gras? Ja, ist schon mehr gewachsen. Sehr gut. Da ist die Sonne, die ist schon wieder am Aufgehen. Ja, wunderbar. Da waren wir die ganze Nacht in der Höhle. So, das hier weg. Das kann ich gleich in den Ofen stopfen hier. Das kommt weg. Den Rest kann ich ja noch brauchen. So. Kohle da rein. Ach, bis auf eine passt das nicht rein. So, Eisenbarren schmelzen. Also zu Eisenbarren schmelzen. So, jetzt muss ich aber hier noch zumachen, bevor da einer von den Bewohnern reinfällt. Aber ich glaube... Ah ja, das macht nichts. Das ist gerade so dicht genug. So, weg mit der Erde und Kies dran. Okay, wunderbar, haben wir das auch gemacht. Ja, nehme ich mal mit hier. Das Zeug auch. Kann ich ja gerade noch alles einsammeln.
Okay, das ist fertig. Moment, ich will mal gerne da in der Mitte eine Fackel hinsetzen.